Seine Herkunft, die Insel. Der kleine Brite ist laut, hart, der Wind weht einem aus allen Richtungen um die Ohren, Roadster-Feeling eben. Die Optik? Italienisch. Kein geringerer als Star-Designer Giovanni Michelotti setzt hier die Feder an. Auch Ferrari, Maserati, Lancia und Alfa Romeo tragen seine Züge. Der Spitfire rollt von 1962 bis 80 in Coventry im Herzen Englands vom Band. Er feiert umjubelte Erfolge. Der Doppelsieg 1966 in Le Mans, sicherlich der größte. 1980 dann der Tiefpunkt. Der Spitfire erhält wegen gravierender Qualitätsmängel die goldene Zitrone vom ADAC. Die Firma British Leyland, sie verpasst schlicht und ergreifend den Anschluss. Wenig später sterben Unternehmen, Autos und der große Name Triumph. Was den Wagen so einzigartig macht, ist die Straßenlage. Man sitzt quasi mit dem Hintern auf dem Asphalt. Der Heckantrieb des kleinen Roadsters mahnt zur Vorsicht. Nur allzu gerne möchte einen der Hintern des Spitfire überholen. Und genau das ist es, was ihn immer wieder so einzigartig und auch so spaßig macht. Dieses Modell hier ist ein Mark IV, Baujahr 1973. 1993 in Kalifornien vor dem Schrottplatz bewahrt, nach Europa zurückgeholt, aufgebaut und umgebaut. Anstatt der US-amerikanischen 58 PS schieben den Speedy jetzt gute 120 PS an. Zwei Doppelvergaser und ein komplett modifizierter Motor machen es möglich. Gut 20 Liter Superverbrauch, das muss man einfach in Kauf nehmen. Das Innere dominiert eigentlich nicht viel. Ein bisschen Armaturen, ein bisschen Wurzelholz, mehr braucht's auch nicht für das richtige Roadster-Feeling.